Moin und Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Delicious, Emily's Hopes and Fears und der Ball. Wir sind zurück bei Emily im Garten. Und die kleine Paige, die wurde nach draußen verlegt. Hey, 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 hier spricht Marty Party live aus Snuggfords einziger Chaos im Morgen zur Radiostunde am Vormittag. Also, was keinen Sinn macht. Es ist so heiß da draußen, dass die Kühe nur noch Trockenmilch geben. Woohoo, Alter. Hier ist Martha Reeves and the Vandellas mit Heat Wave. Whenever I'm with him. Ach, dieser Radiosender wird immer unerträglicher. Will schwimmen gehen. Ach, klar doch, Paige, sobald es dir besser geht. Ich verspreche es, die Kinder erstmal hier schon richtig Panik. Komm mir nicht zu nah, sie hat Blaubeeritis. Ich hatte schon Tits. Was sind das für kleine? Nur die Ruhe. Kann Paige spielen? Paige würde gerne Grace, aber sie kann nicht herumlaufen. Vielleicht kann sie mir zusehen, wie ich Ball spiele. Das klingt wundervoll, mein Schatz. Sollte das eine fremde Frau zu einem fremden Kind sagen? Lass den Ball nur nicht in den Blumenbeeten meines Sohnes fallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so amüsant ist, wenn beim Spielen zuzugucken. Also jetzt so im Sinne von einem Let's Play bei mir, da sag ich ja nicht nein, ne? Was haben wir hier? Evelyn läuft dann schneller, habe ich auch hier was für die... Ah ja, das geht mir sonst voll auf den Sack. Wirf einen Ball. Gut, vorbereiten kann ich hier nichts. Das finde ich auch mega unhygienisch, jetzt mal so no offense, aber in einem Pool essen finde ich echt eklig. Das ist genau wie mit Badewanne. Du liegst da mit deinem zum Teil dreckigen Körper drin, also eine Badewanne, weiß ich nicht, ja gut, da wird man sich eigentlich auch vorher duschen, aber du liegst da in deinem Schmodder mehr oder weniger und willst dann noch Essensreste dabei packen. Muss nicht sein, meiner Meinung nach, aber gut. Vor allem so eine Luftmatratze empfinde ich persönlich als nicht sehr stabil. Und wenn da was runterfällt, ich weiß nicht, ekel. Ich ekel mich vor sowas. Man hat ja schon die Gefahr bei Getränken. Wobei so eine Poolbar finde ich schon irgendwie wieder cool, weil... Also hatten wir zumindest in Türkei so. Ne, nicht in der Türkei, in Ägypten war das. In der Türkei war die nicht im Pool, aber da war eine im... Das muss Ägypten gewesen sein. Die war im Pool eingelassen. Da war aber das Wasser nicht so tief wie sonst. Und du hattest auch eine richtige Abflagge aus Steinen. Also das war halt schon... Fand ich besser, weil einfach nur mal so ein bisschen... Als wäre ein Teil aus dem Pool rausgekattet, ist noch mit Wasser drin, ist ein bisschen erhöht. Und dann hast du halt eben diese Bar gehabt. Und da hast du halt auch nur Getränke bekommen. Reicht ja auch, meiner Meinung nach. Ach so, ich muss mit dem Ball das machen. Ach, sag das Bloch. Ich dachte, ich muss auf irgendein Event warten. Ich bin ja wieder mal mit diesem Schugge hier. Yay. Ach, das kriegen wir auch geschissen. Hier machen wir das mal eben. Einmal den krassen Obstcocktail. Salat. Entschuldigung, nicht Cocktail. Mix. Mit Marty Party, der beste Früchte-Mix. François, wo läufst du hin, François? Muss hier hin. Das ist wieder ein Vogel, den ich auf den Sack geben kann. Ja, ich ärgere leidenschaftlich irgendwelche gepixelten Vögel. Wo ist denn hier ein Getränk da unten? Okay, gut. Ich war gerade wieder so ein bisschen dezent. Abgelenkt. Das ist nicht so schlimm. Zack. Und dann... Da ist ja der Vogel wieder. Ich ärgere dich. Tut mir leid. Ich werde dich so lange ärgern, bis du wieder wegfliegst. Gut. So aufpassen, dass du hier keinen Sonnenschlag kriegst, mein Fräulein. Zap. Oh, natürlich. Oh, und ich bin so doof. Ja, okay, komm. Halt. Das ist nicht so schwer, eine Kugel Eis fertig zu machen. Gehen sie, bevor ich es mir anders überlege. Ja, komm mal erstmal hier. Das nervt mich gerade echt.
kriege hier gerade gar nichts geschissen. Alleinunterhalter, hier hin. Oh, wir müssen jetzt noch ein paar Mal hier das machen. Das habe ich ja komplett übersehen. Heute habe ich aber echt keinen guten Job geliefert. Da habe ich ja mal wirklich hier... So, kleinen Moment, das machen wir jetzt noch einem. Der Herr kriegt ja sofort sein Ding, dann kriegt er nämlich nochmal sein Herz. Dann kann ich hier nochmal die 25 Punkte sammeln und mit einem super miserablen Service abschließen. Was für mich dann natürlich bedeutet, ich kann die Episode nochmal machen, weil das Geld fehlt. Mach also nicht den Fehler, den ich begangen habe und sorge dafür, dass du direkt die Aktion machst. Schau dir meinen Ball an, Paige. Cool. Ja, ja, meine Mama hat ihn mir gekauft. Mama sagt, ich darf damit spielen, wenn ich mich nicht schmutzig mache und ihn nicht mit nach draußen nehme. Kann ich ihn mal haben? Nein, das ist meiner. Oh, oh. Grace Miriam Stepford. Also direkt am Anfang das machen, nicht so verpeilen wie ich und ruhig einen Alleinunterhalter nutzen, um die Leute abzulenken. Ihh, da hab ich mir aber echt mal eingerissen. Ärgerlich. Auf jeden Fall werden wir das hier noch machen. Fangen alle Mäuse, klar. Wir nehmen das. Boah, ja, was kann ich denn Schönes? Ja, machen wir mal. Alles für die Kurze. Prinzessinnenbett. Ach, fangen alle Mäuse. Ich wollte gerade sagen, ich höre es doch wieder quietschen. Geh doch mal weg mit dem Schild hier. Oh, Mäuse im Eis. Ratatouille lässt grüßen. Ich glaube ja nicht, dass das so geil ankommt. Weg damit. So. Perfekt. Ein Wasser, ein Beachvolleyball. Ey, ich höre sie überall quietschen. Das hat er doch mit Absicht gemacht, dass der François so kleiner, süße, niedliche Ohren bekommt von, ich glaube, hieß die Maus Klaus. Bin mir nicht sicher. Das brauche ich. Das. Ist natürlich blöd, weil ich jetzt auf das ganze Quietschen achte. Mal gucken, wo ist sie? Weil ich ja doch ein paar zu sammeln habe. Wobei es sich jetzt auch gegen Ende neigt. Die haben ja schon, sag ich mal, was heißt relativ feste Plätze, also beliebte Punkte, wo die auch immer wieder erscheinen. Alleinunterhalter schicke ich mal gerade dahin. Ach Mist. Die Leutchen darf ich nämlich hier nicht vernachlässigen. Die Vogel bitte auch nicht. Die Uhr ist immer so ein beliebter Punkt, dann hinter irgendwelchen Leuten. Ach, kann ich auch mal. Ah, schade, wegschicken. Unterm Schirm, ja. Überall, wo sie sich gut verstecken können. Das heißt, irgendwo unten drunter oder irgendwo drinnen. So, alle Mäuse haben wir gefangen. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier mit dem Tagesgeschäft weitermachen. Ich brauche mich nicht mehr so arg konzentrieren. Den Vogel kann ich wieder ein bisschen ärgern. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob es dafür... Noi set mook sweet, was? Das war zu schnell. Ob es dafür nicht auch ein Achievement gibt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da lehne ich mich vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fenster aus. Ich habe ja noch mal freigeschaltet, sehr geil. Oh, ich werde nie vergessen, wenn ich hier das Eis sehe. Kann ich ja mal von einer tollen Story erzählen. Das schlechteste Eis meines ganzen Lebens in einer richtig ranzigen Eisdiele. Also, da war ich damals mit einer guten Freundin aus Hessen in Essen, in NRW. Und das war im Sommer und wir hatten einfach Bock auf ein Eis. Die ganzen Eisdielen waren überfüllt, bis auf eine. So, wir sind ja beide nicht gebürtig aus Essen.
Haben gedacht, ja komm, scheiß drauf, dann setzen wir uns mal rein. Kriegst du noch einen Platz. Dann hat jeder von uns so sich einen kleinen Eisteller irgendwie bestellt. Und meine Güte, ich weiß, warum das Teil leer war. Das hat ja Asbach uralt geschmeckt, das Eis. Da gibt es auch solche Röllchen dabei, so Schokoröllchen oder was. Das war auch total ekelhaft. Das hat einfach nur alt geschmeckt. Das Eis war voller Wasserkristalle. Das war unglaublich unter aller Sau. Der Kellner war rotzenfrech. Kein Wunder, dass die da niemanden sitzen hatten. Und ich hoffe bei Gott, dass die dicht gemacht haben. Also eigentlich wünscht man niemanden so eine Insolvenz und alles. Aber das war ja so ein Kackladen. Nee. Kombo-Wahnsinn. Erhalte 25 Kombos-Ketten ohne Boni. Oder Boni. Nicht ohne Boni. Ja, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Spielen. Du kommst jetzt sofort nach Hause, kleine Dame. Nein, ich will bei Paige bleiben. Die Schönheitswettbewerbe finden statt. Sie darf keine blauen Punkte im Gesicht bekommen. Oh, Paige ist nicht ansteckend. Wir sind auch nicht krank geworden. Oh, naja, das mag sein, meine Liebe. Die anderen Eltern dürfen aber nicht einmal denken, dass sie krank ist. So wie sie werden es benutzen, um sie vom Wettbewerb abzuschießen. Du weißt, wie diese Schönheitswettbewerb-Mütter sind. Ja, da steht ja eine direkt vor uns. Grace, Miriam, wage es nicht, deine französische Maniküre zu ruinieren. Ja, das ist halt so diese Pageant-Muddies. Hasse ich. Bin ich überhaupt kein Fan von. Ja, Skivi und Balda. Bonis auch gehen, geht auch ein Schnelligkeitsboni, habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Sehr schön. Und hier gibt's aber die Wasserdusche. Mach mal daher. Zap. Ach, das hätte ich vorher vorbereiten können, ja. Man merkt, wenn man etwas länger nicht gespielt hat. Zack. Und da klicke ich jetzt mal direkt hier drauf. Damit sich der Bottich füllt. Und der nächste Kandidat, der halt im Pool eine Wasserdusche haben möchte, warum auch immer, der wird dann, ja, mit der eiskalten Faust da begrüßt. So, ich habe sie schon wieder quietschen hören. Wo war sie denn? Jetzt ist sie wieder weg, ne? Da war ich so langsam. Ich meine, das Phänomen kann man mir gerne erklären. Warum hast du den Salat nicht genommen? Den guten Obstsalat. Wow, super. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Glück habe, sind die jetzt nicht passend fertig, sodass ich hier wieder ein Kombi machen kann. Ha! Ich war zu früh. Wie ärgerlich. Ist jetzt so, wie es ist. Immerhin über ganze Bestellung und Schnelligkeit holt man sich noch was. Da oben ist die Maus. So, zap, zap, zap. Zap, zap, zap. Papp, papp, mach ich doch. Theoretisch müsste es jetzt auch als Kombi gehen, oder nicht? Nein, okay, ist halt gerade nichts zum Bestellen. Gut. Das ist aber sehr schade. Halt, die beiden warten wir ab. Und bitteschön. Und es gibt einmal ein Erdbeereis. I guess. Schwimmflügel haben wir freigeschaltet. Ja, das brauchen wir auch. So, ihr beiden können super zusammen kombiniert werden. Perfekt. Und Butch. Sehr schön. So füllen sich beide Panel. Also wenn Boni nicht mitgezählt hätten, wäre das schon ein bisschen schwieriger gewesen. Weil dann hätten tatsächlich nur die Kombinationssachen gezählt und dann hätte ich dafür sorgen müssen, dass hier immer Full House ist an der Theke. Und das kann ganz schön ätzend werden. Gut, wiederum mit einem Alleinunterhalter, wie gesagt, ist es ein bisschen einfacher. Zumindest für die Tischgruppen. Ja, Opa Winfried, ich mach das ja. Hier machen wir mal direkt wieder voll. Kommen Sie ran. Perfekt, ja, naja, egal. Passiert. Da warten wir mal eben hier. Dann haben wir nämlich eine Dreierkombi. Im Sinne von bezahlt. Perfekt, wenn ich jetzt hier noch einmal volle Bestellung. Dann reicht das. Ja, machen wir daher. Dame, wird schön geschafft. Zack. Und auch das. Läuft.
Kids, was wollt ihr? Wir können den Laden dicht machen. Schmeißt die Gäste raus. Was hätte ich gern doch ehrlich gesagt ein größeres Tablett, damit ich ein bisschen mehr draufpacken kann. So, wächt mit euch. Geht. Ich mache eben noch das letzte Eis fertig. Dann heißt es wieder Ciao, Kakao. Oh, wie bedrückt die kleine Kok, ne? Oh, Keks. Schau, Paige, ich habe ein Bild gemalt für dich. Oh, es ist Paige mit blauen Punkten im Gesicht. Das ist eine schöne Fingermalerei, Grace. Vielen Dank. Grace, du malst mit den Fingern und dein Kunstlehrer ist nicht da. Ach du meine Güte, das ist ein Original Alberto Goyer. Weißt du, wie schwierig das ist, es zu reinigen? Kanonenkugel! Weil Arschbombe geht wahrscheinlich nicht, ne? Oh, shit, Junge. Ach, zumindest ist das Kleid sauber. Warte, hier hätte ich auch mal ordentlich gerne als Mutter. Nee, nee, nee. Zack, alles gemeistert. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Nein, sehen wir uns noch gar nicht. Ich habe hier gerade mal geguckt, wir haben eine Trophäe und was zum Auspacken. 250 Produkte schnell serviert. Tablettbeeren. Cool. Na gut, das kommt nach und nach. Ja, habe ich auch gekriegt. Das haben, ja, das machen wir noch. Das ist auch in Mache. Das meiste ist halt noch. Ja, das schaffen wir. Das ist. Im Laufe des Spiels kannst du das eigentlich nicht verkacken. Aber ich mal gerade mal gucken. Das ist wahrscheinlich ein Motorrad. Ich nehme mal das in die Ecke. Bauklötze. Wunderbar. Das sind die meisten Blöcke, die ich je gesehen habe. Spiel mal Lego. Ja. Oder Minecraft. Dann sehen wir uns jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß. Nur